Was geht, liebe Bros und Brosinen? Da sind wir wieder und es geht weiter. Jo, wir sind hier beide gerade immer noch am Start, haben eben gerade den Jordel und diesen netten anderen Herrn etwas nachdrücklich klar gemacht, dass wir über diese Brücke müssen. Ohne unbedingt die 1000 Schlangen zu zahlen. Ist ja Wucher hier. Also das ist wirklich astronomische Höhen. Ihr wollt nix Weil, warte, das ist der Aufzug, dieses kleine Boot da, das ist ja mal geil. hören. Weil der sieht ein bisschen aus wie Rumble, der Typ. Ja. Ich wusste gar nicht, dass die Jordels so weit verteilt über das Land sind. Bei Arcane hat man ja auch gesehen, dass die in Piltover bzw. in Zaun auch sind. Ich dachte, Jordel wären überwiegend eigentlich nur in Bendel und so, also, was wie Heimerdinger wäre Ausnahme. Und Poppy, Entschuldigung. Oh, Karte wurde um einen Ort erweitert. Ja, das haben wir jetzt schon ein paar Mal gesehen, auch hier bei den Tunneln, beim Schlachterhafen und so weiter. Jetzt kommt immer, wenn du einen neuen Abschnitt halt betrittst, dann wird dieser Abschnitt halt kartografiert. Hier scheinen Händler zu sein. Ah, hier gibt es eine Geschichte. Ja, ist jetzt die Frage, ob wir denn überhaupt abbiegen dürfen oder ob wir runter müssen, wegen MF. Probieren wir es einfach Es aus. gibt übrigens mehrere Geschichten, wie ich gesehen habe. Hier haben wir einen Händler. Ist nicht zu checken, mit wem man da sprechen kann. Alles Loot mitnehmen. Könnte ich an die Vase, guter Mann. Danke. Achso, klar, die war's, aber ich hab keinen Bock, mit ihnen zu reden. Alles mit. Du siehst ja, danke. Da liegt die Geschichte auf dem Boden. Nein, danke. Das wollten wir. So, der große Saffi die Drau. Teil 3 von 5. Hallo Orlif, der Graf ist sauer. Er sagte, das Amulett hat nicht funktioniert und seine Freundin hat mit ihm in aller Öffentlichkeit Schluss gemacht. Was ne Bitch. Er ist in den Laden gekommen und hat auf mich geschossen. Tut mir verflucht doch mal leid, aber in Zukunft wirst du ohne mich stehlen müssen. Mein Bein ist steif, deshalb wäre ich dir sowieso keine große Hilfe. Sei vorsichtig, die Stiermago-Familie weiß, wer du bist. Nachdem Graf Stiermago mich angeschossen hatte, hat er gesagt, dass er dich ausstopfen und im Haus des Schreckens unten am Schlachterhafen ausstellen lassen will. Da war ich schon mal drin. Ist nicht schön da. Nicht gebührlich für keinen. Ist wie ein Zirkus. Die ziehen den Leichen ihrer Feinde alberne Kostüme an. Tut mir leid, dass es so gekommen ist. War mein Fehler, ich habe das Amulett zu sehr auf Lust eingestellt und zu wenig auf Liebe. Der Graf ist irre. Bitte nimm dich auch vor ihm in Acht. Viel Glück beim Stehlen. Garum. Entschuldigung, den konnte ich mir jetzt nicht nehmen lassen. Also, eine schöne Geschichte, muss man sagen. Es ist toll, dass man die Welt auch so ein bisschen mehr kennenlernt. Das ist die Frage, wollen wir die anderen Geschichten noch durchgehen? Schätze, gibt es da auch Das noch? würde ich schon gerne machen. Ich weiß halt leider nicht, ob wir sonst nochmal diesen Bereich abgehen können oder ob MF uns dann in ein anderes Territorium bringt. Also bitte entschuldigt, wenn ihr jetzt mehr Action sehen wollt, aber das ist. Oioioi, Loot Heaven. So, wir müssen erst hier unten rechts dann gleich durch, weil die Treppe dürfte uns wieder oben auf die Brücke führen, die wir auch oben links, rechts betreten können. So, ist hier irgendwo dieser. Nee, Gut, das es war ein gibt es Schatz. nicht. So, und jetzt müssten wir einmal hier hoch, also die Treppe hoch und unten. Ja, du hast recht. Da ist der Weg versperrt, hier kommt man so nicht durch. Lalalala. Ich bin der Braun. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, ne, wenn ihr Braum nicht sympathisch findet, habt ihr einfach kein fucking Herz. Das ist so. Der Mann ist einfach die Sympathie auf laufenden zwei Beinen.
Wenn die Sympathie einen viel zu kleinen Kopf hätte. Ich muss wirklich sagen, mir gefällt der Artstyle vom Spiel. Es Oh ja. ist alles auch sehr liebevoll dargestellt. So, da haben wir die nächste Geschichte. Ja, das ist ja der nächste Teil von derselben. Das ist immer noch der große Saphilitraum. Gewagter Raub im Gewölbe der Sirmagos. Vermögen an Saphilit gestohlen. Am Frühmorgen wurde heute von den Importeuren der Sirmago-Familie ein Einbruch in ihren Lagerhaus im Kanalviertel gemeldet. Ein Einbrecher verschaffte sich Zugang zu einem Gewölbe, in dem Sekrete Sekrete. exotischer Tiere gelagert werden und entweder mehrere Dram Saphilit aus einem isolierten Fass. Entschuldigt bitte meine Leseweise. Ja, ich habe manchmal Probleme mit solchen Wörtern. Ja gut, aber Dram ist jetzt auch nicht unbedingt ein deutsches Wort, das ist eher wahrscheinlich jetzt hier aus Bilgewasser eine Einheit oder so. Der Einbrecher konnte entkommen, indem er das Saphilit mit einer Säure mischte und damit ein Loch in den Boden des Gewölbes ätzte. Sein Aufenthaltsort ist unbekannt, aber seine Identität ist möglicherweise geklärt. Die Semago-Familie behauptet, es handelt sich um den berüchtigten demartianischen Einbrecher Orlif Shakes. Vermutlich wird Shakes versuchen, die geraubte Ware zu verkaufen. Artyom. Er ist also russischer Demazianer, sehr gut. Artyom Semago warnt Käufer davor, Saphilit zu erwerben, das keinen offiziellen Jaulfischjagd zuordnen ist. Jeder, der von Shakes Saphilit kauft, wird gehäutet und in Semagos Haus des Schreckens ausgestellt, erklärte Semago in der Zeitung. Direkt neben Orlive. Sein Platz ist bereits reserviert. Das ist auch das, wovor der Garon da Angst gehabt hat. Jo. Hier haben wir noch ein paar Sachen mehr. Warte, aber hier war, glaube ich, noch eine Geschichte. Genau da hinten. Da kommen wir da oben rum. Genau, oben und dann runter. Also insgesamt müssen wir noch drei Geschichtsparts finden. Es kann gut sein, dass wir in dem vorherigen Abteil aber auch schon da etwas vielleicht vergessen haben, also übersehen haben. Okay. Ein grobschlächtiger Schanzenschläger steht am anderen Ende der Brücke und versperrt den Weg. An seinem Gürtel baumelt ein Dolch und ein Geldbeutel. Er scheint sich über den Anblick neuer Kunden zu freuen. Vorwärts gehen, umkehren. Ich denke, wir gehen vorwärts. Ein Traum geht niemals zurück. Was geht? Moin, Brudi. Sein Grinsen wird breiter. Die Aussicht auf eine Kellerei lässt sein Herz höher schlagen. Er atmet tief ein. Hallo, liebe Mitbürger. Hoffentlich habt ihr eure Spenden mitgebracht. Für den Unterhalt der Brücke, versteht sich. Kostet nur 50 Gold. Okay, 50 Gold. Ja, ich bin auch am Überlegen. Andererseits, Prügelei gibt Erfahrung. Wir kämpfen. Aber Braum ist ein gutherziger. Okay. Okay, Ja, genau. der ist Stufe 6, verdammte Axt. Ja, wir sind zweimal Stufe 5, das gleicht so aus. Ja, das stimmt. Wir sind Ila und Braum, also. Drei Tentakel! Holy moly. Runde. Verteidigung erhöhen. So laut der Zeitleiste dürfte es auch nur der eine Boom sein. Macht ja auch Sinn, er war ja auch allein. Also macht natürlich viel Schaden. Ja, mit drei Tentakel ist die Frage, wenn wir ihn jetzt heilen, sollte doch schon ordentlich was geben. Hättest du vielleicht die Fast Lane als Tempo Lane nehmen müssen? Ja,
Ja, Braum sollte sich nochmal schützen, oder? Jupp, bis der andere Typ wieder dran ist. Aber durch die durch den erhöhten Angriff haben wir auch jetzt einen besseren Heal bekommen. Yep. Einmal werde ich so normal angreifen, damit er ja versuch. Ich hätte überlegt, damit er halt die Erschütterung, habe ich gedacht, drauf bekommt. Ja, können wir auch machen. Ich hätte sonst überlegt, vielleicht mal diesen Knockback auszuprobieren. Aber das ist auch okay, weil die Mechanik haben wir jetzt auch noch nicht so viel genutzt. Kann ich das hier irgendwo noch einsehen? Ne, sieht nicht so aus. Da die. Dieser Kreis unten bei Taschendieb, ganz links. Könnte das sein? Ich weiß gerade nicht. Das hier meinst du? Ja, genau. Da kriege ich keine Infos. Warte mal kurz. Detail. Wirkt Taschendieb wirkt Taschendieb. Okay, alles klar. Das ist der nächste Angriff, glaube ich. Ah, okay. Das ist Herausfordern. Das ist Herausfordern, okay. Alles klar. Hier Erschütterung. Versuch bei 12 Steigerungen 10 Mal geschaut, betäubt kurzzeitig. Okay, 12 Steigerungen. Ich habe gedacht, das wären weniger. Vielleicht reden wir erstmal darüber. Nein, Braum, wir sind ja schon zu tief drin. Manchmal Punkte im Leben, da kannst du aber nicht mehr umdrehen, Braum. Das war Ilaoi, das Regeln ist hier. Der hat ja 3 Tentakel, geht's auf die Tempo-Lane. Wobei, es ist sinnvoller, vielleicht auf die Schadenslane zu gehen, weil ich gehe davon aus, sie ist sowieso nicht die schnellste. Ja. Sie wird so oder so wird sie nach ihm dran sein. Ja, machen wir so. Hauen wir ordentlich drauf. Ist er nicht mehr herausgefordert? Das hat mich jetzt irritiert. Hätte er nicht Braum angreifen müssen? Eigentlich schon. Komisch. So, ansonsten hatten wir hier noch einmal das Schild und stößt das Ziel. Ja, ich würde mal das ausprobieren, was der Knockback bewirkt, weil vielleicht muss er dann aussetzen in der Runde. Er wird auf der Zeitleiste gleich weiter zurück. Das ist sehr gut. So kann man sie dann in bestimmte Bereiche entweder rausschlagen oder. Okay, jetzt aber betäubt. Durch die Erschütterung. Also, das ist sehr geil mit den Tentakeln. Es zählen auch die Tentakel dazu. Ja, das ist sehr, sehr geil. Ja, dann lass die Laoi mal den Gruppenheal machen am besten. So, wenn ich. Wenn ich das auf das Schadensflame mache, dann sollte sie eigentlich noch den Boost bekommen. Ja, machen wir das. Raum. Raum kann das Schild auf beide casten. Ich brauche nur ein bisschen Zeit. So, danke für den Stärker. Der Heal kommt durch. Weiterer Attack spawnt. Jetzt vergiftet der Sack sogar. Ja, hatte doch vorher schon den Laoi. Stimmt. Da würde ich nochmal den normalen Angriff mit Braum machen. Jo. Ja, ausholen, Alter. Und ihr den Tentakelangriff auf der Tempolane. Oder obwohl, nee, lass den normalen Angriff auf der Tempolane machen. Bisschen Mana sparen. Also die Sofortangriffe, die sind ja nicht an Lane bezogen. Ja, stimmt, aber. Sollte trotzdem relativ zügig drin sein, glaube ich. Okay, jetzt sagen ja. Wir das Maximum an Tentakeln. So. Ja, Braum greift nochmal normal an und die Laoi haut dann mal mit allen Tentakeln zu. So. Sollte ihn jetzt definitiv finishen. Ja. Ah ne, sie hat jetzt hier einen Tentakel verloren. Ja, aber trotzdem sollte das reichen. Auf der Tempolane und dann den Angriff.
39 Schaden. Ja. Weg ist er. So positiv zu sein, das kenne ich nicht von dir. Okay, wir haben jetzt auch die eine andere Waffe noch dazu bekommen. Ja, guck mal, da ist auch was für mich, der die Kunst des Angelns feiert, ja. Also, und Ilaoi Stufenaufstieg, nice. Was hast du dazu bekommen? Ein Aufwertungspunkt, das ist sehr geil. Und, oh, und für Tentakelstab und die Tentakel, weil haben wir, für alles haben wir Aufwertung Klasse 2. Ja, genau. Da gucken wir doch mal direkt nach. Also alles, was in der, in den Sofortfähigkeiten drin war. Genau. Bam! Also wir machen das jetzt doch mal jetzt sofort, ja. Aber ihr könnt uns gerne mal unter die Folge schreiben, ob euch das interessiert oder nicht, weil wenn es euch nicht interessiert, machen wir das künftig dann halt offscreen sozusagen, also zwischen den Aufnahmen. Aber ich würde sagen, jetzt können wir nochmal das Aufwertungsmenü machen und mal in Klasse 2 reinschauen. Am besten ist aber den Tentakelschlag, weil vielleicht können wir da dann schon mal noch die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass was kommt. Klasse 2. So, okay. Also hier hatten wir... Unten siehst du dann, was dazu kommt, wenn du jetzt nach rechts gehst. Genau. Halt ihr... Ja, du hast das jetzt zwei Dings erstens wieder rausgenommen. So. Genau. Genau. Heilt um 30% und was ist das B? Von Verlangsamung oder Fraktur? Getroffen ist, okay. Aber das kennen wir noch nicht. Oder können wir, glaube ich, noch nicht, oder? Können wir slowen? Ich meine, Sloan können wir, also so ein Skill haben wir, meine ich, noch nicht. Ja, das glaube ich auch. Können wir eigentlich auch B bei 1 jetzt nehmen, oder? Also, da können wir... Nee, da können wir entweder oder, gut. Ja. Dann lass A mal drin, wir gucken nochmal weiter, was bei dem Schildwald und so war. Und was sollen wir zurück? Davon? Nee, erstmal nichts, wir haben nur einen Aufwertungspunkt. Also. Erstmal gucken, hier Tentakelwall, was ist da? So, hier haben wir, fügt Angriff jedes Mal einen Schaden zu pro Tentakel, wenn sie getroffen wird. Und heilt sie. Also entweder Schaden austeilen oder, wie heißt es, heilen. Was denkst du wäre besser? Ist da Mikro noch da? Ja. Hört man mich wieder? Hey, jo. Sorry, Mikro kackt, weil ich mal ab. Eigentlich bin ich sogar überlegen, hier den Punkt rauszunehmen und eine andere Fähigkeit zu stecken. Vielleicht das Heilen oder so, weil das Tanken ja jetzt eigentlich eher Dings übernimmt. Braum ja. Lass uns halt den Punkt rausnehmen und mal auf den Heilen-Spellbar konzentrieren. Okay. Also wieder zurück. Und ja, hier dieser. Das war der hier. Ist die Frage der Heal oder der Gruppenheal? Was willst du eher verbessern? Wir können auch gucken, was die Boni sind. So, das war halt alle verringert. Genau. Genau. Teil zusätzlich um 4 Leben. Aber dafür haben wir auch noch nicht den. Ne, für beides haben wir nicht Klasse 2 freigeschaltet, ne? Erstmal nur für die Sachen, die unter den Sofortfähigkeiten gelistet werden. Okay, aber da wir 2 Punkte haben, würde ich wahrscheinlich den Tentakelschlag nochmal aufwerten. Und dann einen von den beiden Heal-Spells. Mhm. So, 30% Heilung. Ja, würde ich eher das machen, weil bei dem anderen wissen wir nicht, ob wir die Debuffs überhaupt verteilen können derzeit. Oder wann es dann passiert, wenn wir halt einen Slow dazu bekommen. Notfalls können wir den Punkt auch später wieder rausnehmen. Ja, das finde ich auch sehr, sehr angenehm. Ja, also lassen wir das erstmal so. Genau. Und dann gucken wir jetzt doch mal bei dem Heal nach. Oder willst du lieber bei dem. Ne, Angriff hat sie ja hier nicht. Oder doch, was ist das rechts da? Hier ist doch Angriff. Genau. Harte Lektion. Was haben wir denn da? Verbraucht Tentakel und verursacht zusätzlich 10 Schaden. Würde ein Tentakel dann verschwinden. Mhm. Und verringert die Mana-Kosten um 32%. Okay, und der Heal? Der Single Target? Single Target Heal. Erhöht die Ausführungsdauer auf lang, auf der Lane, aber erhöht die Grundheilung auf 77.
Nee, also lange ist schon richtig. Das ist wie bei Braum, sie muss dann channeln Ah, und auf der okay. Template wäre sie immer noch schneller. Da habe ich gestern falsch gesagt, dass das ein Dings wäre, ein Übersetzungsfehler. Hat eine Chance zu 50%, einen Tentakel erscheinen zu lassen. Ich bin ehrlich gesagt eher dafür. Für besseren Grundheal. Ich glaube, dein Mikro hat wieder ausgesetzt. Ja, also eher das, genau. Mikrofon, warum machst du mich so unglücklich? Ja, sie hat es jetzt, das kannst du mit 4 auf Braun wechseln. Weil dem haben wir auch noch nicht aufgewertet. So, bei dir. Ich will mal kurz gucken in der Passiven. Okay. Was hat er denn hier überhaupt verringert? Das ist erlittener normalen Schaden um 6% und das ist magisch. Okay, magisch und normal. Seine erschütternden Hiebe. Versucht bei Explosion zu sich 4 Schaden oder 9 Schaden an Gegnern, die gegen Betäubung immun sind. Erhöht die Betäubungsdauer von kurz auf mittellang. Das finde ich besser. Ja. Also denke ich, können wir hier da schon mal einen Punkt. Ja, stecken. Machen wir. Einen weiteren haben wir noch. Wie sieht es hier mit dem Verteidigen aus? Gewährt 5 Überladung, wenn er angegriffen wird. Überladung brauchen wir halt für die ultimative Fähigkeit. Und das ist erhöht eine Runde lang die Angriff stärker um 5%, wenn er bei aktiver Verteidigung angegriffen wird, kann gesteigert werden. Ja, aber Braum ist jetzt nicht der Main Attacker, würde ich sagen. Also, dann würde ich ja das nehmen. Ja, also klingt erstmal interessant. Ich würde mir noch die andere Fähigkeit noch mal angucken, das Herausfordern. Ja. So, da haben wir, fügt im ersten Angriff hinzu, sobald Braum das ist auch geil. Angriffe auf sich zieht und generiert eine Überladung pro Angriff, den er auf sich zieht. Das mit der Überladung finde ich bei der Schildfähigkeit, also bei der Verteidigungsstance, finde ich das besser, weil es einfach mehr generiert. Besonders bei größeren Gegnerwellen. Und hier, ich würde eher das obere nehmen. Ich bin eher dafür, also erstmal das Verteidigen. Ja, sehe ich auch so. Dass er die 5 Überladung extra hat. Wer weiß, dann sehen wir, was die ultimative Fähigkeit. Porokalypse. Okay, hört. Alle Debuffs werden geklänzt. Das ist halt auch echt geil. Was hat eigentlich die Laoi? Das müssen wir nochmal gucken. So, sie hat Geißel. Verursacht 58 Schaden. Verbraucht alle Tentakel. Heilt den am schwerst verwundeten Verbündeten. Oh, nice. Okay. Das ist nice. Das ist auch ziemlich krass. Ziemlich wir krass. Brauchen 100 Überladungen dafür. Ja. Also bei Braum ist es halt, der wird das jetzt durch seine Passive, durch das Verteidigen, wird er das auf jeden Fall schneller hinbekommen. So, dann haben wir die Punkte verteilt und ich denke, wir können jetzt weitermachen. So viel Zeit bleibt nicht mehr, aber vielleicht kriegen wir jetzt noch die eine Geschichte durch. Das wäre sehr nice. Da unten, aber ich glaube, ich müsste dann gucken, dass ich wieder den Weg runter. Ja, genau, jetzt hier runter gehen, genau. Weil die ist ja hier. Nee, also die Brücke nicht lang? Warte mal. Na, wie es aussieht, ist kommt ja, wir okay. Hier nicht mehr weiter. Wir müssen einmal zurück und hier einmal drum rumlaufen. Ja, aber den armen Kerl doch etwas umsonst zusammengeschlagen. Wobei, ist umsonst. Wir müssen auf jeden Fall eine Etage tiefer. Wir müssen hier. Nee, das können wir ja nicht. Da konnten wir nicht durch. Da konnten. Hier auf der Brücke? Oder? Ah, nee, das war ganz unten, wo der Weg blockiert war. Schönen guten Tag. Ich will nur das Briefchen hier lesen. So, der große Saphilitraub, Teil 5 von 5. Haut von Shakes in Semagos Haus des Schreckens ist eine Fälschung. Vor einigen Wochen verkündete die Semago-Familie, dass der Dieb Orlif Shakes gefunden und gehäutet wurde.
und seine ausgestopfte Leiche in ihrem Haus zu checken. Scharen von Besuchern zahlten 10 Münzen Eintritt, um die Haut des Einbrechers zu sehen. Nachforschungen der Presse haben jedoch ergeben, dass es sich hierbei nicht um die Haut von Shakes handelt, sondern vielmehr um die von Jared Olsen, einem Dichter aus Piltover, der im Hafen von Bilgewasser in Armut lebte. Durch leichte Anpassungen der Barthaare ließen die Präparatoren der Simagos ihn wie Shakes aussehen. Dieser Skandal erschüttert die Importeure der Simagos und lassen Fragen über die Authentizität des Hauses des Schreckens aufkommen. Hat Artyom jemals einen seiner zahlreichen Feinde gefunden und gehäutet? Basiert das gesamte Haus des Schreckens Nebengeschäft der Simagos auf Lügen? Simago beteuert, dass jede einzelne Haut echt ist und verspricht, dass er eine neue hinzufügen wird. Die Haut von Graf Rangipath von Lilholz, der die Informationen über das Gewölbe an Shakes weitergegeben hat. Aha. Interessant. Ich schätze. Ja, damit sind wir jetzt aber erst auch mal am Ende der Folge angekommen. Jupp. Dann bedanken wir uns hier an dieser Stelle vielmals fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Haut rein.